Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, viele Reden hier im Deutschen Haus sind nicht umsonst. Und ob sie kostspielig werden für unsere Nation, das zeigt sich immer hinterher. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Diskussionen um die Landwirtschaft hier im Deutschen Bundestag sind immer von starken Emotionen begleitet. Das war in der letzten Periode so. Das ist auch in dieser Periode so, merke ich. Und in diesem Bundestag wird oft darüber diskutiert, über die Rolle vom Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und da zitiere ich gerade mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, den Kollegen Ebner vom 23. März 2017 hier im Deutschen Bundestag. Solange es keine Alternativen gibt, fordern wir die Bundesregierung auf, sich bei der EU konsequent für die Prüfung einer zeitlichen und mengenmäßig begrenzten Zulassung von Kaliumphosphonat im Ökoweinbau einzusetzen. Jetzt muss man natürlich wissen, dieses Produkt, dieses Präparat ist ein Pflanzenschutzmittel, ja eigentlich ein Pestizid in Ihrer Sprichweise. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns etwas mehr abrüsten und mehr an der Sache orientiert diskutieren hier im Deutschen Bundestag. Und so muss es auch unser aller Interesse sein, dass wir die Leistungen der deutschen Landwirtschaft, und die deutsche Landwirtschaft diskutiert längst nicht mehr, soll ich konventionell oder öko produzieren. Diese Entscheidung trifft jeder Betriebsleiter für sich, für seine persönlichen Rahmenbedingungen und nicht über politische Diskussionen. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir die Rahmenbedingungen der gesamten Landwirtschaft verbessern. Und dazu gehört auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln dazu. Die deutsche Landwirtschaft und die Weltlandwirtschaft hat eine große Herausforderung vor sich. Die Weltbevölkerung hat sich seit 1950 verdreifacht und sie wird sich weiterhin rasant entwickeln. Und die landwirtschaftliche Nutzfläche wird ständig weniger auf der Welt. Und das ist unsere Aufgabe, sie mit modernen Methoden, mit modernen Technologien dazu zu bringen, dass die Landwirtschaft in der Lage ist, die Weltbevölkerung auch zu ernähren. Und das auch im Einklang mit der Umwelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und gerade wenn es um die Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft und wir es reden hier in erster Linie der deutschen Landwirtschaft geht, müssen wir immer auch den Fokus haben, wie sind wir im internationalen Vergleich? Welche Auflagen machen wir unserer deutschen Landwirtschaft im internationalen Vergleich? Und welche Rahmenbedingungen geben wir ihnen? Und da hilft es wenig, dass wir einseitig jetzt gegen eine konventionelle Landwirtschaft hier im Deutschen Bundestag wettern, sondern da hilft es wirklich dazu beizutragen, dass wir gemeinsam um die beste Lösung ringen und hier diskutieren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, eine große Herausforderung für unsere Landwirtschaft ist das gesamte Thema der Digitalisierung. Es ist eine Herausforderung und eine Chance. Und sie wird uns auch in der Pflanzenproduktion, in der Tierproduktion dahin kommen, dass wir effektiver, dass wir effizienter, moderner und zielorientierter und vor allem auch umweltfreundlicher produzieren können. Wir haben hier schon viel diskutiert über das Thema Glyphosat. Warum ist Glyphosat so in Verruf gekommen? Weil es flächenweise eingesetzt worden ist. Heute gibt es moderne Technologien, wo mir der Satellit sagt, auf welcher Stelle auf dem Feld die sogenannte gemeine Quecke zum Beispiel steht und ich dann mit dem Pflanzenschutzgerät ausfahre und das Pflanzenschutzgerät bekämpft einzeln die Pflanze so, wie es eigentlich nur notwendig ist. Das ist die große Chance, die wir haben mit einer Digitalisierung in der Landwirtschaft und dieses gemeinsam auf den Weg zu bringen, dieses gemeinsam hier im Deutschen Bundestag auch zu begleiten. Ich glaube, das ist unsere aller Aufgabe. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt spricht Dr. Frauke Petri, fraktionslose Abgeordnete.